Als mich die Männer ohne Gesichter holten, war mir klar, was los war. Jahrmarkt! Endlich! Alle Leute wurden aus ihren Wohnungen geholt, um zum Jahrmarkt zu kommen. Sie begleiteten mich auf die Straße und ich reihte mich in den Strom ein. In einer großen Gruppe marschierten wir zum Jahrmarkt. Um uns herum die hunderten gesichtslosen Staatsbeamten, die dafür sorgten, dass es keine Ausfälle gab und jeder wohlbehalten ankommen würde. Wir liefen durch die Straßen und dann erreichten wir die gigantische Wiese, die eigens für den Jahrmarkt ausgerollt wurde. Darauf waren die Attraktionen errichtet. Die riesige menschliche Schaukel. Der große Hans. Die einköpfige Zweihand. Die Knochenachterbahn. Aber all das interessierte mich nicht. Ich ging direkt auf das Gruselkabinett zu, denn dort würde meine Freundin warten. Also, Freundin ist vielleicht etwas zu viel gesagt. Aber wir wollten unbedingt hier daten. Wir hatten uns über eine Partnerbörse gefunden und uns gesagt, dass wir uns beim nächsten Mal hier treffen würden. Nur wusste niemand, wann der Jahrmarkt stattfand. Er entstand einfach. Es gab Gerüchten zufolge geheime staatliche Akten, die viel mit der Gefangenenquote zu tun hatten, in denen der genaue Algorithmus beschrieben wurde. Aber mir kam das unwahrscheinlich vor. Wahrscheinlich hatte der Jahrmarkt einfach ab und zu Lust zu entstehen und dann entstand er und er würde auch wieder so verschwinden. Ich ging in das Gruselkabinett, gab ein Monatsgehalt ab und verschwand in den Kammern. Ich hatte, seitdem wir es verabredet hatten, gespart, um es mir überhaupt leisten zu können. Sie sollte nicht glauben, dass ich arm war. Ich wollte die Person sein, die sie immer haben wollte. Ich ging an den grausamen Bildern von Steuerbehördlern, Kommunisten und Eiscreme mit Vanillegeschmack vorbei. Aber das erschreckte mich nicht. Ich war so fokussiert, sie zu sehen und schaute überall hin, ob sie sich vielleicht irgendwo versteckt hatte. Langsam bekam ich Zweifel. Meine letzte Beziehung war 6 Jahre her und ich wollte einfach nicht einsam sein. Ich begann zu schwitzen und die Schweißtropfen tropften tropfenweise auf den Boden. Und der Boden der Anlage wurde nass. Plötzlich öffnete der Boden des Ganges die Augen und starrte mich an. Hör auf zu schwitzen, sonst bist du ganz schnell raus. Ich hörte auf zu schwitzen. Das war es nicht wert. Aber Angst hatte ich trotzdem. Nachdem ich einen Gang voller blauer Tulpen durchquert hatte, sah ich sie endlich an einer Wand gelehnt. Da stand sie. Und sie war perfekt. Sie war das beste Fahrrad, das ich mir überhaupt vorstellen konnte. Ihr Chromlack war unglaublich. So rein, so perfekt. Sie war genau das Fahrrad, das ich immer haben wollte. Ich ging zu ihr und sie sprang auf ihrem Hinterrad herum, erfreut mich zu sehen. Ich nahm die Lenker, um eine Verbindung herzustellen. Endlich bist du da! Wir hatten so lange auf diesen Moment gewartet. Du siehst so viel besser aus als auf den Fotos. Danke, du auch. Komm, lass uns über den Jahrmarkt gehen und einen stillen Ort suchen. Das ging zwar sehr schnell, aber dagegen war nichts einzuwenden. Wir verließen das Gruselkabinett, nachdem wir eine Schotterpiste überschritten hatten. Diese war besonders für Rennräder gruselig. Aber sie war natürlich ein Mountainbike. Es ist allgemein schwierig, für so viele Interessen überhaupt irgendetwas Gruseliges zu finden. Wirklich auf einen zugeschnitten sind vielleicht 10% in einem Gruselkabinett. Es gab auch zugeschnittene Gruselkabinette, aber diese waren meist unbezahlbar.
Als wir draußen waren, hüpfte sie wieder auf dem Hinterrad. Ich nahm sie wieder an den Lenkern. Sollen wir uns nicht halten? Darf ich? Auf jeden Fall! Ich hielt sie an den Lenkern und ging nun neben ihr her. Ich bemerkte die Blicke der anderen Besucher. Die Leute waren von Neid zerfressen. Man merkte es ihnen an. So ein Gefährt konnten sie sich nur erträumen. »Wie kann so eine arme Fotze so ein geiles Gestell haben?« rief einer und wurde von einer Wache niedergeknüppelt. Ich und mein Fahrrad lachten. Aber dann verging mir das Lachen, denn ich sah etwas, das mich erbleichen ließ. Hinter einer der Hütten kam meine Ex-Freundin hervor. Sie war mittlerweile rostig, schmutzig und sah allgemein nicht mehr gut aus. Anscheinend hatte sie sogar einen Platten. Und dann noch schlimmer. Sie sah mich mit dem anderen Fahrrad und kam auf uns zugerast. »Es tut mir leid«, flüsterte ich zu meiner neuen Freundin. »Was denn?« »Oh.« Angriffslustig sprang meine Ex-Freundin auf ihren Rädern herum, als sie uns erreichte. Und auch meine neue Freundin regte sich furchtbar auf. »Ich will wissen, was sie zu sagen hat«, meinte ich, ließ meine neue Freundin los und packte meine Ex an ihrem Lenker. »Verpiss dich«, sagte ich. »Es ist eine von denen, sie tut dir nicht gut. Du wirst sie an ihren Speichen berühren müssen, das rieche ich. Sie ist eine von denen, eine von denen. Komm zurück zu mir.« Ich packte sie an ihrem Aluminiumrahmen und schleuderte sie tausende Meter über den Platz. Das war in Ordnung, denn sie war alt und nicht mehr gut in Schuss. Niemand interessiert sich für Ausschussware. Dann ging ich zurück zu meinem Chromgestell. Tut mir wirklich leid. Ach, muss es nicht. Was hat sie denn gesagt? Ist nicht wichtig. Wirklich. Okay, du hast recht. Jetzt komm, lass uns irgendwo hingehen. Ich halte es langsam nicht mehr aus. Natürlich hatte ich gehofft, dass das passieren würde. Aber erwartet hatte ich es nicht. Ich nickte und grinste ziemlich blöd. Wir verschwanden hinter einer Schießbude, wo auf mit der Todesstrafe Gesegnete geschossen wurde, und ich ging wieder vor sie und schaute ihr in das Vorderlicht. »Bist du sicher?« »Ja.« »Ich darf deine Klingel drücken?« »Ja, aber vorher möchte ich, dass du meine Speichen anfasst.« Ich zitterte. Jetzt hatte ich Angst. »Du machst aber nichts Böses, oder?« »Vertraust du mir nicht?« Sie entglitt meinen Händen. Ich nahm sie wieder. »Nein, tut mir leid. Ich fass dich natürlich bei deinen Speichen an.« Mein Herz klopfte lauter, aber das war der ultimative Vertrauensbeweis. Ich atmete tief ein und aus. »Okay, ich mach's jetzt.« »Das Vorderrad, okay?« Ich ließ sie los und bückte mich zu dem Vorderrad. Und dann... Ganz langsam streckte ich meine Hand zu einer der polierten Speichen aus. Und dann sah ich es. Kleine Gesichter, die mir entgegenstarrten. Sie war eine von ihnen. Meine Ex hatte recht gehabt. Anscheinend hatte sie bemerkt, dass ich zögerte und hüpfte nur ein paar Millimeter zu mir, sodass meine Hand eine der Speichen berührte. Und dann passierte es. Ein unglaublicher Schmerz durchfuhr meinen Körper. Es fühlte sich an, als würden alle meine Knochen exakt 37 Mal gebrochen und wieder zusammengesetzt worden. Ich schrie und schrie und schrie. Und dann war es soweit. Ich war eine der Speichen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich öffnete die Augen und sah, wie groß alles für eine Speiche war. Und dann schaute ich nach links und rechts. »Willkommen bei dem Trottelverein«, sagte die Speiche neben mir. Ich weinte, als ich das Fahrrad in Bewegung setzte. Und ich war nicht die letzte Person, die sie heute holte.
Ich weinte noch heftiger und die Speichen um mich herum versuchten, mich zu beruhigen. Und da hörte ich auf. Zum ersten Mal fühlte ich mich nicht allein. Hier waren Seelenverwandte. Über und unter mir und rechts und neben mir. Es war gut. Ich war nicht mehr einsam. Ich war die glücklichste Speiche der Welt.